Mein Name ist Frank Junge, ich komme aus Wismar, ich bin seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag und in diesem Jahr Spitzenkandidat meiner SPD. Zusammen mit meiner SPD stehe ich dafür, dass wir die Zahl der Nachwuchskräfte in den erzieherischen Berufen bis 2030 verdoppeln. Das kann uns nur gelingen, indem wir die Ausbildung insgesamt attraktiver gestalten. Wir werden dafür sorgen, dass wir die kostenfreie Bildung von der Kita bis zum Master und Meister umsetzen. Wir werden dafür sorgen, aus dem BAföG einen Vollzuschuss zu machen. Und vor allen Dingen werden wir für massive Investitionen in Bildungsinfrastruktur und da insbesondere für den digitalen Bereich sorgen. Dabei sind wir die einzige Partei, die auch ganz klar sagen, wie das geht. Wir werden mittlere und untere Einkommen steuerlich entlasten und die oberen 5% steuerlich mehr zur Kasse bitten, damit am Ende auch für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur mehr Geld da ist. Nach der Ausbildung steht die SPD dafür, einen 12-Euro-Mindestlohn eingeführt zu haben. Und wir stehen für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Wir glauben, dass wir unter diesem Aspekt insgesamt dazu beitragen, diesen Ausbildungsbereich attraktiver zu machen und dass die SPD auch liefert. Das zeigen wir gerade wieder jüngst, als wir den Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung ab 2026 endlich in Gesetzesform gegossen haben.